Das spanische City-SUV namens Arona stand hier schon einmal vor der Kamera. Jetzt gibt es eine Modellpflege, ein sogenanntes Facelift für den Seat Arona. Den haben wir heute hier vor uns stehen in der neuen Ausstattungslinie Experience mit einem 3-Zylinder-Turbo-Benziner-Motor unter der Haube, der 110 PS leistet. Ich nehme euch heute wieder mit auf meine Verbrauchsrunde. Wir fahren 50% über Land, 40% Autobahn mit Tempo 140 womöglich und 10% ist unser Stadtverkehranteil. Während der Fahrt erfahrt ihr natürlich alles rund um das Facelift des Seat Arona, wie er sich fährt, was sich verändert hat, wie der Motor sich macht, wie die Platzverhältnisse sind. Und am Ende werden wir natürlich schauen, was der ganze Wagen kostet, so wie er hier steht, und vor allem auch, was er natürlich verbraucht hat, sowie mein persönliches Fazit zum kleinen Spanier hier. Wenn euch das Ganze interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt, dem Kanal hier ein Abo schenkt, falls nicht schon getan, und das Ganze natürlich liked und vor allem kommentiert, damit wir am Ende dieses Videos auch miteinander diskutieren können über den Seat Arona. Und damit würde ich mich jetzt freuen, wir steigen ein, schnallen uns an und fahren los. Viel Spaß! Der Seat Arona erhielt 2021 ein dezentes Facelift und dies umfasste unter anderem eine komplett neue Frontmaske mit vergrößerten Kühlergrill sowie veränderten Nebelscheinwerfern, die jetzt näher an den Scheinwerfern sind. Dann haben wir neu gestaltete Heckstoßfänger sowie einen neuen Schriftzug auf dem Heckdeckel. Wie bei allen Seat Modellen ist das jetzt so in Schreibschrift der Modellschriftzug drauf geklebt worden. Finde ich, sieht auch optisch ganz schön aus und hat auch so ein bisschen was Stilistisches. Wir haben auch eine neue Ausstattungslinie bekommen, beziehungsweise die Excellence-Ausstattungslinie ist rausgeflogen. Dafür kam jetzt eben die neue Ausstattungslinie Experience hinein. Experience, das ist auch die, die wir jetzt hier fahren. Beispielsweise, wir haben jetzt hier unser Fahrzeug in Asphalt blau metallic lackiert und mit dem Kontrastdach in grau metallic. Ich finde, das ist eine schöne harmonische Kombination, die auch sehr schön noch zusätzlich mit den silbernen Applikationen der Experience Ausstattungslinie harmoniert. Zusätzlich haben wir hier 18 Zoll Performance Felgen draufgezogen, die dem Fahrzeug dann noch mal mehr Sportlichkeit und Stämmigkeit verleihen. An den Abmessungen hat sich nichts verändert. Unverändert 4,15 Meter kompakt ist der Arona, basiert weiterhin auch auf der Ibiza-Plattform, aus der sogenannten MQBA0-Plattform, die auch beispielsweise der Volkswagen T-Cross oder der VW Polo trägt. Die Breite beträgt 1,78 Meter und die Fahrzeughöhe 1,55 Meter. Die Innenraumabmessungen sind ebenfalls unverändert. Beim Kofferraum haben wir weiterhin 400 bis 1280 Liter Stauraumvolumen zur Verfügung. Und für diejenigen, die gerne die Abmessungen hören wollen, wir haben eine Laderaumbreite im Kofferraum von 100 cm. Wir haben eine maximale Laderaumhöhe unterhalb oder eine minimale Laderaumhöhe unterhalb der Hutablage von 44 cm und maximal können wir ohne Hutablage und mit dem nach unten verlegten doppelten Laderaumboden bis zu 83 cm hochladen. Die Laderaumtiefe, die wir haben im normalen Zustand, sind das 77 cm maximal, oder aber wenn wir die Rücksitzlehne im Verhältnis 1/3, 2/3 umlegen, können wir bis zu den Vordersitzen, wenn die so eingestellt sind, wie ich sitze, maximal 1,50 Meter Ladelänge realisieren. Der Blick hier fällt auch auf einen neuen Instrumententräger. Das ist auch selten bei einem Facelift. Hier hat man aber wirklich den Instrumententräger neu modifiziert. Vor allem bei der Experience-Variante gibt es jetzt beleuchtete Luftaustritte. Das ist auch ganz nett. Vor allem diese Illumination, wenn man dann in der Nacht unterwegs ist, das schaut ganz nett aus. Vor allem auch, sobald man den Blinker betätigt, dort auf der jeweiligen Seite, wo man abbiegen möchte, wird auch die jeweilige Luftdüse dann nicht mehr oder weniger beleuchtet, sodass man da keine Spiegelungen in der Scheibe hat. Also hier hat man wirklich mitgedacht.
Neu ist jetzt auch ein neues Media-Display, maximal 9,2 Zoll Größe, so wie wir es hier haben. Serienmäßig sind 8,25 Zoll. Ein berührungsempfindliches Touchscreen-Display, welches auch auf Gestiksteuerung reagiert. Wir haben jetzt auch Apple CarPlay und Android Auto hier kabellos umgesetzt. Zur Stromversorgung gibt es dann zwei USB-C-Anschlüsse oder eine induktive Ladeschale für das Smartphone mit gummierter Einlage, sodass das Smartphone hier auch nicht durch die Gegend fliegen kann. Der Fahrer blickt auch auf ein voll digitales Kombi-Instrument, was sich mit vorkonfigurierten Ansichten einstellen lässt. Und zusätzlich gibt es dann noch ein paar Untermenüs, die sich dann der Fahrer jeweils herholen kann und einstellen kann, so wie er das dann als seinen Favoriten haben möchte. Die Materialien sind insgesamt sehr hochwertig hier im Innenraum. Alles fühlt sich gut an. Ja, es sind harte Kunststoffe in den Armaturen, in den Türtafeln, aber das wirkt alles solide gemacht. Keine unentgrateten Kunststoffe, also so wie es sein muss für diese Preisklasse hier. Bei den Antrieben hat sich beim Seat Arona zum Facelift nicht allzu viel verändert. Lediglich der Diesel ist komplett rausgeflogen, es gibt ihn nicht mehr. Ihr bekommt lediglich für diejenigen, die Sprit sparen oder Kraftstoffkosten sparen wollen, eine Erdgasvariante mit 90 PS. Dazu findet ihr aber auch ein Video unten in der Videobeschreibung, denn ich bin in Seat Arona damals auch als Erdgas gefahren. Eine durchaus attraktive Antriebsalternative, wie ich persönlich finde. Wir fahren jetzt hier den 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner in der höchsten Ausbaustufe 110 PS bereitstellt und ein maximales Drehmoment von 200 Newtonmeter. Gekoppelt ist das Ganze hier an ein manuelles 6-Stufen Handschaltgetriebe. Optional gäbe es noch ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Die Besonderheit übrigens zwischen dem 95 PS Dreizylinder und dem 110 PS Dreizylinder ist, dass wir jetzt hier nicht nur einen 6. Gang bekommen bei der 110 PS Variante statt 5, sondern auch Scheibenbremsen an der Hinterachse. Ich bin der Meinung, das ist gar nicht mal so schlecht, lässt sich auch schöner fahren. Und vor allem habe ich auch festgestellt, auf der Autobahn ist das wirklich ein Plus. Da verzögert der Arona hier mit den Scheibenbremsen vorn und hinten deutlich besser, vor allem wenn man mal wirklich kräftiger bremsen muss. Die Fahrleistungen übrigens des 110 PS TSI sind vollkommen ausreichend für den Alltag. Der Sprint wird in 10,3 Sekunden erledigt und die maximale Höchstgeschwindigkeit liegt bei 190 Stundenkilometer. Auf der Autobahn fühlt er sich auch angenehm wohl. Man kann gut durchbeschleunigen noch. Selbst bis 160 km/h geht es angenehm zügig. Und die Windgeräusche bleiben zudem auch dann sehr gering. Gar nicht mal so schlecht insgesamt hier. Das gesamte Geräuschniveau, der Dreizylinder lediglich, ja, der schnarrt immer so ein bisschen, klingt aber angenehm kernig. Was ich schade finde, ist, dass der Dreizylinder so ein bisschen mit Vibrationen nervt. Auch gelegentlich ist das Ansprechverhalten oder Startverhalten, vor allem wenn er kalt ist, nicht so schön. Ich bin mit dem Dreizylinder insgesamt so nicht 100%ig zufrieden, was die Laufkultur angeht. Das könnte ein bisschen smoother gehen. Da sind halt Vierzylinder-Aggregate immer noch etwas angenehmer. Dennoch ein quirliges Triebwerk, das auch angenehm ausdreht und auch willig ausdreht und auch genügend Kraft bereitstellt. Das Fahrwerk kann dann natürlich auch die Kraft wunderbar aufnehmen. Die Kraft wird auch an die Vorderräder weitergeleitet. Wir haben jetzt hier breite Reifen mit 215er Schlappen an der Vorderachse. Die sorgen für genügend Grip. Auch bei schlechten Witterungsverhältnissen gibt es genügend Seitenführungskräfte, die aufgebaut werden können durch die Reifen. Mir gefällt das Lenkverhalten auch angenehm. Die Lenkung ist sehr leichtgängig. Ein bisschen Rückmeldung gibt es von der Straße. Vielleicht sogar ausreichend, würde ich sogar sagen, in meinen Augen. Dennoch würde ich mir da vielleicht ein bisschen mehr Rückmeldung wünschen, ein bisschen mehr Straffheit. Es gäbe aber noch die Möglichkeit, hier Fahrprofile zu ordern, eine Fahrmodi-Einstellungen oder Fahrmodi sich hier zu ordern. Die sind jetzt nicht hier drinnen verbaut. Adaptive Dämpfer gibt es beispielsweise für den Seat Arona nicht. Die brauche aber auch meiner Meinung nach nicht, zumal das Fahrwerk angenehm harmonisch in seiner Federdämpferabstimmung ist, auch wenn die Grundauslegung eher straff ist. Beim Thema Assistenzsysteme haben die Seat-Leute natürlich mit dem Zuge des Facelift auch nochmal nachgebessert. Es gibt jetzt verbesserte Assistenzsysteme. Wir haben einen Querverkehrswarner, wir haben Ausparkassistenten, wir haben einen
Notbremsassistenten. Wir haben hier auch die Möglichkeit, uns einen Abstandsregeltempomaten, aktive Spurhaltung und eine tote Winkelüberwachung noch ins Fahrzeug zu konfigurieren gegen einen entsprechenden Aufpreis. Alle Systeme arbeiten dann auch angenehm zusammen, aber es gibt keinen Travel Assist. Es gibt jetzt hier nicht wirklich Vorausschauassistent oder ähnliches. Also da sind wir immer noch eine Stufe zurück unter dem, was derzeit schon das Seat-Programm bietet. Dennoch für einen Kleinwagen ist das hier schon sehr, sehr vorbildlich. Vor allem die Assistenzsysteme arbeiten sehr sauber, bis auf die Verkehrszeichenerkennung, die hin und wieder mal irgendwas Komisches erkennt. Aber ansonsten muss ich sagen, sehr zuverlässig und auch sehr entspannt ist das Ganze hier umgesetzt, so dass man auch hier wirklich sich gut aufgehoben fühlt im assistierten Fahren. Der Einstiegspreis für den Seat Arona mit dem 1 Liter Dreizylinder mit 110 PS liegt bei 22.265 Euro. Durchaus passabel, wie ich finde. Der Testwagenpreis liegt bei 30.500 Euro. Ja, das ist dann auf alle Fälle schon an einer Schmerzgrenze angekommen. In meinen Augen aber im Konkurrenzumfeld ist das immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was die Spanier hier bieten. Konkurrenzumfeld ist auch das gute Stichwort. Was sind denn die Mitbewerber? Da haben wir unter anderem den Ford Puma, den VW T-Cross oder jetzt Taygo. Dann haben wir den Skoda Kamiq oder aber einen Kia Stonic beispielsweise zu nennen. Und da, wenn man sich mal so die Preise anschaut, dann bewegt er sich da in einem guten, eher unteren Umfeld. Die Platzverhältnisse sind gut, moderne Assistenzsysteme sind auch an Bord. Wir haben auch ein schönes, großes oder schön ausleuchtendes LED-Licht mit an Bord, sowie gute Konnektivität mit Android Auto und Apple CarPlay. Mir persönlich gefällt der Arona sehr gut. Ja, beim Facelift würde ich jetzt die Experience-Variante aufgrund dieser Heckansicht jetzt vielleicht eher nicht unbedingt nehmen. Vielleicht dann doch eher die sportliche FR-Ausstattungslinie. Beim Antrieb bin ich mit dem Dreizylinder ja semi-zufrieden aufgrund der eher nicht so guten Laufkultur in meinen Augen. An sich ist das Triebwerk aber wirklich auch recht effizient zu fahren. Denn da kommen wir dann zu unserem Verbrauch. Mit 5,6 Litern ermitteltem Testverbrauch hier über unsere Verbrauchsrunde ist das ein guter Wert, der sich auf WLTP-Zykluswert bewegt. Und dann haben wir mit dem 40 Liter Kraftstofftank einen Aktionsradius von knapp über 700 Kilometern, was ich durchaus gut finde hier. Ja, der Seat Arona macht vieles richtig und sehr wenig falsch für meine Begriffe, aber das dürft ihr mir jetzt erst eure Meinung vor allem unten in die Kommentarbox schreiben, wie ihr den Seat Arona findet, welches Kleinwagen-SUV packt euch vielleicht mehr, welches findet ihr am besten? Schreibt mir auch das unten in die Kommentare, lasst uns gerne diskutieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr dies nicht schon getan habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder hier auf dem Kanal bei UBI Tested sehen zu einem neuen Video. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer UBI.